Guten Morgen hier aus dem Handelssaal der Börse in Stuttgart, meine Damen und Herren. Wir starten heute etwas schwächer. Das ist eine Überraschung und das liegt an schwachen Wirtschaftsdaten. Der Auftragseingang für die deutsche Industrie heute Morgen um 8 ist er gekommen, ist ziemlich schlecht ausgefallen. Statt einer leichten Erholung, leichten Belebung, gab es dann doch einen relativ deutlichen Rückgang. 1,4% geht es hier nach unten. Vor allem die Nachfrage aus dem Ausland ist deutlich zurückgegangen. Da hilft also auch nicht, dass wir gute Vorgaben aus Amerika hatten, vom Dow Jones, und auch Japan relativ freundlich unterwegs gewesen. Auch der Euro hat sich wieder ein bisschen verbilligt. Das hilft alles nichts. Der DAX startet schwächer. Das Minus ist schnell größer geworden, liegt jetzt nach einer Stunde etwa bei 60 Punkten. Wer als K+S-Anleger darauf gehofft hatte, dass nach dem Ausverkauf gestern, es ging ja 25% runter, heute die technische Gegenreaktion folgt, sieht sich zunächst einmal enttäuscht. K+S verlieren im frühen Handel 1% und sind einer der schwächsten Werte im DAX. Mittlerweile ist das Minus allerdings etwas kleiner geworden. Wir hatten heute Morgen schon einen Börsengang, und zwar die Bayer Kunststofftochter Covestro ist erfolgreich gestartet. Emissionsvolumen etwa 1,5 Milliarden und damit doch ein sehr großer Börsengang. Da muss man lange zurückgehen, bis ins Jahr 2007. Ja, man musste ja die Preisspanne ein bisschen reduzieren, aber der Ausgabekurs, der erste Kurs mit 26 Euro errechnet und damit dann doch deutlich über dem Ausgabepreis von 24 Euro. Und die Nachfrage war relativ groß. In den ersten 30 Minuten sind gleich 3,5 Millionen Papiere gehandelt worden. Also das spricht für ein großes Interesse seitens des Marktes. Am Thema Volkswagen kommen wir auch heute nicht vorbei. Heute ein relativ schwieriger Termin für den neuen Chef, für Matthias Müller. Der stellt sich in einer außerordentlichen Betriebsversammlung seinen Mitarbeitern und steht dort Rede und Antwort. Und es ist auch bekannt geworden, dass das Großteil der Dieselfahrzeuge, der betroffenen Fahrzeuge, gar nicht irgendwo in Amerika rumfährt, sondern bei uns auf den Straßen Europas. Die Aktien von Infineon heute relativ stark, sind an der DAX-Spitze zu finden, und das liegt an Übernahmefantasien. Es gibt eine Megafusion möglicherweise in den USA. Skyworks Solution werden den Rivalen PMC Sierra übernehmen. Kaufpreis liegt etwa bei 2 Milliarden Dollar und da ist dann sofort wieder die Fantasie in der gesamten Branche. Die Fusionitis bricht hier wieder aus. Dann haben wir aus der zweiten Reihe die HALA, die Hamburger Hafen Logistik AG, mit einer Gewinnwarnung. Das drückt die Aktien auf ein Rekordtief. Die Aktie mit 13,52, so billig wie noch nie. Heute Nachmittag schauen wir noch mal kurz in Richtung USA. Da gibt es zum einen das Handelsbilanzsaldo gegen 14.30 Uhr und wir erwarten ein etwas größer gewordenes Defizit. Also die Amerikaner geben weiter mehr aus, als sie einnehmen, leben auf Pump. Und da gibt es noch zwei Reden, ganz wichtig. EZB-Präsident Mario Draghi wird sprechen heute Abend 19 Uhr und heute Nacht 23.30 Uhr unserer Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. John Williams, das ist der FED-Präsident aus San Francisco. Da geht es dann auch wieder um das Thema Zinsfantasien und weitere Zinsbewegungen. Der EUWAX Sentiment Index, zum Schluss noch ganz kurz genannt, heute im positiven Bereich unterwegs, sind aber nur zwischen 5 und 15 Punkten, also ganz leicht im positiven Bereich. Das heißt, der Großteil der Anleger rechnet damit, dass der DAX sich dann doch etwas wieder erholen wird. Jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Tag.